Mahlzeit und einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Abend. Willkommen zu diesem Video. Heute werden wir uns die Stratotor 9000 anschauen, wie man sie am besten perkt, worauf man achten sollte und ja, das Wichtigste natürlich, gegen was für Gegnerarten kämpfen wir und welche Besonderheiten hat diese Waffe. Das alles heute in diesem Video. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn euch diese Videos gefallen. Und ich würde sagen, wir steppen natürlich schon mal eine Mission rein und sprechen erstmal über die Waffe ein bisschen. Ja, was haltet ihr davon? Da gehen wir mal ganz weit nach unten. Und ja, ich hatte ja bereits ein Video gemacht, das habt ihr hoffentlich schon gesehen, zu den Besonderheiten der Waffe an sich, zu der Kernpartei. Wir werden uns trotzdem das hier nochmal im Einzelnen anschauen. Also, Stromschienen. Strahlator 9000 kann nur auf Energie geperkt werden. Ich habe doppelt Crit-Schaden, eine Crit-Wertung und einen Damage-Perk dabei. Ich bin damit recht zufrieden. Dann habe ich den Kernvorteil, bei der Eliminierung eines Feindes wird sich ein ausdehnender Ring erschaffen, der Schaden verursacht. Kann nur alle 4 Sekunden auftreten. Muss sagen, der Effekt ist relativ nice. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal gespielt und ich fand ihn eigentlich sehr interessant. Aber auch tatsächlich sehr zielgenau, sagen wir es mal so. Denn wir haben hier noch einen zweiten Kernvorteil und zwar bei kritischen Treffern werden 7 explosive Geschosse in die umliegenden Gebiete gestreut. Das ist nicht so genau, das ist eher so grob, wenn man viele Höhlen hat, wo man dann draufschießen kann. Dieser ausdehnende Ring ist deutlich besser geeignet, wenn man zielgenauer den Gegnern Schaden zufügen möchte. Und da ist dieser Kernvorteil deutlich angenehmer. Was ich noch zu dem Stratotor 9000 sagen kann, ist, das ist ein Scharfschützengewehr, was vollautomatisch schießt. Habt aber natürlich, und das steht auch hier, eine sehr geringe Schussrate. Ja, was wie gesagt hier vorhanden ist. Das heißt, ihr schießt relativ langsam, nicht so schnell wie die Gammatron 9000, die Pistole Gammatron, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen uns das im Einzelnen an. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen, ist halt ein bisschen schwierig, die Waffe so ein bisschen zu erklären, generell. Weil man ja immer sehr, sehr viel Informationen hat. Aber ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich muss aber sagen, auch wenn es eine geringe Schussrate hat, ist es doch schon, ich sag mal, trotzdem noch recht schnell tatsächlich die Waffe. Wir können mal kurz schauen. Genau, Sonnenschein hatte ich dir dabei gehabt. Und ich würde sagen, wir schnappen uns einfach die eine oder andere Hülle. Schauen uns natürlich auch den entsprechenden Kernvorteil an. Und ich würde sagen, wir fangen mit die hier. Warum sind da überall Schweber? Habe ich hier nicht irgendwo, wenn es schwierig wird, habe ich die Terran dabei. 3 Hits. Headshot geht natürlich auch noch. Und auch wieder der Ring, wenn die Hülle entsprechend angeschossen ist. So, kümmern wir uns darum. Da ist er weg. Leider auch das Nachladen dauert hier sehr, sehr, sehr lange. Ist leider ein bisschen negativ, aber ich finde tatsächlich dieser Schuss, den wir hier abgeben. Ich glaube, mit den ein oder anderen Helden könnte man da nochmal schauen, was zu machen. Ja, wir können uns die Waffe, wie gesagt, anschauen. Ich habe jetzt, wie gesagt, das nur wegen dem Dings dabei. Wegen dem Ring. Wir können uns auch noch den anderen, die andere Fähigkeit natürlich anschauen. Mit den Explosionen. Da muss man aber schauen, was dann halt ein lieber gefällt. Kann man auch mal hier runtergehen und uns das mal anschauen. Habe ich da was Goldenes gesehen? Nee. Hi. Und da kam kurz diese Explosion, diese Objekte, die hier rumgeflogen sind. Ja, ziehen wir uns mal hier ein bisschen raus. Können aber natürlich hier auf Distanz, können wir hier wunderschön arbeiten. Und da kam auch der Ring wieder. Ja, weiß es nicht. Könnte man nicht als Scharfschützengewehr würde ich die Waffe sehen. Ich würde sie vielleicht als ja, was könnte man hier nehmen am besten? Als DMR, also als Sturmgewehr, Scharfschützengewehr-Verschnitt. So würde ich die Waffe wahrscheinlich eher sehen, als dass sie tatsächlich ein Scharfschützengewehr sein soll, weil wir halt diesen sehr geringen Schaden haben. Klar. Können das auch als Jagdgewehr abstempeln, das wäre natürlich auch interessant. Da wäre wahrscheinlich die Meisterschütze wahrscheinlich dann auch am Start. Ja.
Die Headshot-Serie konnten wir machen. Wunderschön. Können dann wie gesagt auch automatisch schießen. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer getriggert. Tatsächlich. Noch das hier machen. Aufladen. So, haben wir weggeholt. Ja, Smasher, ich glaube, der ist nicht mehr anwesend. Schade. Wir können einfach mal schauen. Vielleicht finden wir ihn. Vielleicht sehen wir ihn nochmal. Smasher, hallo? Bist du da unten? Wir schießen mal rein. Natürlich Spaß. Wir haben hier noch, natürlich noch einen Laserbuddy am Start. Der aber nicht zu uns hochkommen kann. Sollte aber kein Problem sein. Die schnappen uns hier einfach eine Hülle. Immer in seiner Nähe. Die wir dann benutzen können. Plupp. Wir können einfach mal auf den Kollegen hier schießen. Ja, ihr könnt sehen. Also schadenstechnisch, mehr eher. Ich glaube, da gibt es wie gesagt deutlich bessere. Aber nun gut. Vielleicht wird euch die Waffe trotzdem gefallen. Ich weiß es nicht. Aber ja, das dazu. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, ob ihr die Waffe trotzdem geil findet oder nicht. Schreibt auch gerne mal rein, ob es ein hellen Setup geben soll. Mit der Waffe, die ich mal vorstellen soll. Wenn ihr da eins habt. Bin immer für Sachen offen. Plupp. Wo ist denn der andere Atlas? Die kann ich auch machen, die Mission. Geil. Nun gut. Wir eliminieren noch hier die ein oder andere Hülle. Plupp. Tot. Ja. Damit haben wir die Gegner hier eliminiert. Sehr, sehr interessant tatsächlich. So einen Spawn hatte ich ja noch nie gehabt. Ja. Das zu der Waffe. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, wie ihr die Waffe findet. Ist es für mich kein Scharfschützengewehr, was ich hier empfehlen kann. Aber nun denn. Waffe ist Waffe und man muss halt damit arbeiten. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, und ciao.